Der Mensch hat eigentlich das Problem, dass er sehr schwer mit Sprache Verkostungsnotizen darstellen kann. Und ich habe eigentlich lange damit beschäftigt, wie das geht. Am meisten geht es mit Gefühlen und Emotionen. Da habe ich Manuel getroffen, da haben wir die Idee gehabt, können wir das irgendwie visualisieren, können wir das irgendwie schöner abbilden, diese geschmacklichen Unterschiede in dieser Sorte. Wir kennen Franz schon eine ganze Weile und sind sehr überzeugt davon, von seiner Art, wie er Wein macht. Wenn er über Wein redet und philosophiert, da kann man ihm stundenlang zuhören. Und wie er uns dann das Projekt mit den Böden und der Visualisierung der verschiedenen Weine erzählt hat, haben wir sofort überlegt, wie man das umsetzen könnte. Ich habe einen Straßenkünstler gesehen, der auf Flaschen musiziert hat und habe mir gedacht, was kann man da eigentlich noch alles machen? Und Musik als Ansatz hat uns sehr gut gefallen. Also warum nicht die Instrumente des Weinbaus als Musikinstrumente verwenden? Ich habe sofort gespürt, dass mit Musik das sicher gut möglich ist, die Weine zu beschreiben. Wir hatten dann die Idee, ein Orchester zusammenzustellen, das aus lauter Instrumenten besteht, die selbst gebaut waren und mit dem Weinbau in Verbindung stehen. War natürlich am Anfang ein bisschen schräg, wie findet man so viele verschiedene Instrumente aus dem Keller oder aus dem Weinbau? Ja, ich war voll begeistert davon, weil ich mag Wein, liebe Musik und habe dann gleich mal angefangen zu experimentieren, was kann man machen mit Instrumenten, die mit Weinbau zu tun haben. Haben dann halt überlegt, ja, Flaschen bietet sich natürlich an, mit drauf blasen, drauf schlagen. Habe auch schon mal gehört, dass jemand auf einem Schlauch was gemacht hat. Eines Tages hat mich der Michael angerufen und gesagt, ob ich ihm ein Fass in die Wohnung vorbeibringen kann. Und er hat mir erzählt, dass er die Idee hat, eine Fasszither zu bauen. Ich habe daraufhin ein Fass gesucht, was eine dünnere Wandstärke hat, was vielleicht etwas besser oder lauter klingt. Und war selbst erstaunt, wie gut das eigentlich klingt mit einem Weingartendraht. Im Endeffekt ist es wirklich ein tolles, lustiges Instrument geworden. Also ich glaube, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, also da ist sehr viel persönliches Engagement der Musiker dabei. Also die haben sich wirklich stark damit auseinandergesetzt, dass auch wirklich Instrumente entstehen, die was sehr einzigartig und speziell sind. Also habe dann die Wohnung voll gehabt mit Flaschen und lauter Zeug und haben dann halt rumprobiert und diskutiert mit Musikern. Ja, sind dann drauf gekommen, dass Flaschen schon sich anbieten, dass natürlich drauf blasen total einfach klingt. Wenn man dann aber ins Detail geht, dass wir dann schon Herausforderungen haben, dass zum Beispiel je nachdem wie dick die Flasche ist, die Toneigenschaften anders sind. Die Idee war dann mit meinen drei Blaufränkischen Weinen aus dem Weinbaugebiet Schopron, Weinbaugebiet Mittelburgenland und aus dem Weinbaugebiet Südburgenland, also Spernsteiner, Dürau und Seybritz, mit diesen Weinen aus diesen drei verschiedenen Lagen Musikstücke zu finden. Ja, wir Musiker haben uns dann zusammengesetzt und haben selber mal die Weine verkostet, um auch ein Gespür dafür zu kriegen und haben dann sofort gemerkt, die schmecken wirklich anders, auch für uns als Weinlaien und die haben verschiedene Eigenschaften und der eine ist eher schwerer, der andere ist luftig, locker, leicht und haben dann versucht, zu jedem einzelnen Wein Musikstücke zu finden. Und dann haben wir noch die Herausforderung gehabt, wie bringen wir die Stücke in ein Arrangement, was die Instrumente auch berücksichtigt. Als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, war es mir wichtig, so nah wie möglich an der Weinproduktion dran zu sein. Und dann waren wir bei der Location-Besichtigung und sind draufgekommen, dass es aus verschiedensten Gründen nicht im Weinkeller funktioniert. Nachdem das im Keller mit der Akustik nicht funktioniert hat und wir eine neue Location gesucht haben, ist mir das List-Zentrum in den Kopf gekommen. List kommt aus der Region, ist aus Mittelburgenland und das neu gebaute List-Zentrum hat eine perfekte Akustik. Ja, und ich bin rübergefahren und habe dann das List-Zentrum für ein Wochenende gebucht, um den Dreh zu machen. Das Wochenende ist dann so abgelaufen, dass die Musiker am Freitag bereits zusammengekommen sind. Sie waren einquartiert am Weingut, hier direkt beim Franz. Am Samstag nutzten sie eigentlich den ganzen Tag zum Proben, weil das der erste Tag war, an dem sie als ganzes Ensemble gemeinsam proben konnten. Und am Sonntag war der Tag dann zweigeteilt. Wir mussten in der Früh die Tonaufnahmen machen, welche on location stattgefunden haben, und hatten dann eigentlich nur die 6 Stunden am Nachmittag, an denen wir dann das visuelle Konzept auch wirklich in die Tat umgesetzt haben. Das mit dem Drehwochenende, das war total spannend, weil wie gesagt, da sind das erste Mal die Musiker zusammengekommen und das war auch für mich ein Moment, wo ich nicht gewusst habe, was passiert dann, passt überhaupt die Zither zur Schlauchtrompete und so weiter. Allein das Flaschenstimmen, bis wir alle Flaschen gestimmt haben, hat glaube ich fast 4 Stunden gedauert, weil dann teilweise bei den kleinen Flaschen und den hohen Tönen haben dann 1, 2 Tropfen schon einen Unterschied gemacht und wir sind dann halt da gestanden mit der Pipette und haben geschaut mit Stimmgerät, dass wir die Flasche hinstimmen. Die Instrumente mussten natürlich an das visuelle Konzept angepasst werden. Es wurden eigene Leisten kreiert, mit denen dann die Flaschen zusammengehängt worden sind, damit das auch ins Bild passt.
Die Schlauchtrompeten mussten lackiert werden, damit sie zum Feeling eines Orchesters dazu passen. Ja, eine große Herausforderung war es natürlich, es nach einem Orchester wirken zu lassen. Wenn man das erste Mal auf der Bühne ist und man sieht die Musiker auf der Bühne, verliert sich das sehr schnell. Man merkt, dass man eigentlich sehr, sehr viele Leute braucht, um das Bild dicht zu halten. Zeitlich war die Produktion schon sehr eng und so musste die Filmaufnahme schon starten, während noch einzelne Instrumente eingespielt werden mussten. Ich habe mir nicht gedacht, dass sich das alles ausgehen würde und wir haben wirklich tollen Support vom Listhaus bekommen. Ich bin total zufrieden mit dem Ton und der Tonmischung, weil ich hätte nicht gedacht, dass die einzelnen Instrumente so gut rauskommen, dass auch die Zither noch wirklich als Zither erkennbar ist und dass auch der Charakter von den Instrumenten noch erkennbar ist, dass es Weininstrumente sind. Ich glaube, am Ende sind wir mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Also man hat gesehen, dass die Musiker eine riesige Leidenschaft in das Projekt reingesteckt haben, dass da viel mehr entstanden ist, als wir uns je vorstellen hätten können. Also nach dem Dreh habe ich das ganze Team, also die Musiker und das Kamerateam, zu mir in den Keller eingeladen und habe praktisch die drei Weine zum Verkosten gegeben und wollte einfach sehen, ob sie jetzt das richtige Musikstück zum Wein finden. Und es hat mir total viel Spaß gemacht und war dann eigentlich selbst überrascht, dass ein Großteil der Musiker, aber auch der Kameraleute das richtige Musikstück zum Wein zuordnen konnte. Und das hat mich bestätigt, dass es möglich ist, Wein auch anders zu beschreiben, mit Emotionen und Gefühl und mit Musik.